Und so, herzlich willkommen zu der nächsten Aufnahme von Fidebeast Ultimate. Weil an sich immer noch so zu einer Vorproduktion sein ist aktuell, ist es jetzt der Fall, dass ich die Aufnahmesession auch wieder eigentlich den Rest jetzt eigentlich ja aufnehmen sozusagen, halt immer noch alleine. Und diesmal auch mit keiner Stimme aus und off, auch wenn das halt eigentlich eher also ist. Nicht ganz aus dem Office. Naja, ich mach nochmal zum Anfang den mal gleich noch unter Feldernton. Das ist halt gerade das blöd. Sozusagen, Hitlerlöde ist jetzt auch schon auf, der andere will heute eher nicht da nicht. Deswegen. Jetzt mal wieder sozusagen, ist da die letzte. Das wird jetzt eigentlich alle. Das sind 15 Folgen, die ja noch fehlen, jetzt sozusagen aufnehmen. Also, wenn ich dann fertig bin, dann bin ich auch fertig sozusagen. Dann jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt mal kurz was in die Kiste schmeißen. Das ist mal auf wo soll ich rein? Das Drone kann da schon mal rein. Weil an sich sind wir ja hoffen, diese Aufnahmesession werden wir es wohl letztendlich wohl auch schaffen, dass wir uns sozusagen die Lava zu nutzen machen und sich daraus die feststellen können. Wo kommst du? Der Creeper aus dem Nichts. Woher kam der denn? Na wirklich? Woher kamst du? Ich muss weiter zu hin. Hä? Verdammt, was nehmen wir? Alter, schon wieder. Das nervt. Hätten schon wieder alle Welpen von Switch. Ich den hier im Home wieder neu. Das wird doch vielleicht erzählt haben. Ja. Yeah. Dass du nicht da bist. Das soll ein bisschen schneller gehen. Ich will es mal kurz testen, ob das ausreicht mit den sind der Tier. Falsche Stelle.
wenn das nicht ausreicht, muss ich gleich noch was hier anderes hier deaktivieren, weil das ist zu 17 in die militärische Seite. Landes sagt er immer wieder aktiv. Ihr habt es ja wohl vielleicht bemerkt beim letzten Mal bei der Aufnahme-Session. Gab es Probleme, dass Atlantis nicht mehr aktiv ist. Aber jetzt ist es dann wieder aktiv und jetzt haben wir das wieder. Ich hol mal den Schandloader hier und deaktiviere ihn mal. Hallo, Kürzis. Okay, der Bock. Ist noch der Schandloader aktiv? Vielleicht löse ich das aus, wenn ich aktiv ist. Nicht wundern, wenn es hier ein bisschen rotlich aussieht, die Aufnahme hier. Oder kurz. Weil dieser Teller ist immer noch bekannt dafür. So wird das hier im Let's Play aussehen. Ah, nein, ich glaube nicht. Wir machen das Let's Play nicht so stark. Wie seid ihr da unten geschrieben? Nicht. Kann man diese Tasse nicht deaktivieren? Nein. Ich habe das Schwarzbild. So, jetzt wieder. So. Müsste man kurz was gucken. Verdammt, ey, das ist da jetzt nervig. Wo wollte ich hin? Einmal Windows, den Hauptdatenträger in den Mann von Minecraft Ordner muss ich wieder mal was reinlegen. Vielleicht klappt das Spiel, also man spielt bei neu. Da brauche ich über den anderen Datenträger. Aus den speziellen Mod-Ordner mal die Dateien für die 1.8. Diese Zen-Dateien da rein. So, wir starten nun mal kurz das Spiel neu. Ich bin da jetzt faul, die Aufnahme sozusagen dafür neu zu starten. Und das kann ja schon mal im Kurs wissen. Na, ja, und jetzt schreibt auch sehr anders im Chat. Weil das ist ja eigentlich der Torch-Bildschirm, der aber eher auch nie in Verbindung ist. Weil ich halt eher selten wirklich. Ach, das ist ja so, oder? Wenn du Steam ins Spiel, Steam ich halt in ein Spiel, ich meine, das Touch mache ich eher selten. Weil ich damit halt direkt eigentlich auch den Steam starte, mitten im Spiel. Und halt jetzt nett, sozusagen. Dass wir erstmal. Na, Kodierung? Was hast du denn bitte? Nicht erstmal quatschen, so wie manch andere. Erstmal 2 Stunden quatschen. Das ist hier nicht der Fall. Wenn wir die Teller ja direkt zur Sache. Die warten ja mal kurz. So lange dauert es ja wohl nicht, wie die Beast hier zu starten. Theoretisch dürftet ihr das aber schon sehen wieder. Wenn ich jetzt rüber schwitzen würde, rübergehen würde, aber machen wir gleich, wenn sie da online ist. Vollständig. Ja, ne, Winter. Ist ja auch so ein Thema, ne, Winter-Let's Play weitermachen oder auch nett. Aktuelle Distanzierung steht für nicht weitermachen. Vielleicht setze ich mich mal wieder ran, aber aktuell habe ich auch keinen großen Bock. Das weiterzumachen von Cupel wird das kein NP geben. Da steht hiermit fest. Weil, es ist nicht so, als hätte ich jetzt Bock auf Cube World. Ich meine, ich muss sagen, ich habe
Eher mehr betrifft Mama Twitter so viel wird. Ne, was heißt denn Triple Trade Verse, Alter? Ich meine, weil einfach ich da nicht so viele Bauideen habe wie halt in normalen Minecraft. Halt bei einem normalen Minecraft werden noch Möglichkeiten noch zustehen. Als dort. Halt auch besonders durch Mats. So, jetzt machen wir das hier noch kurze Pause. Nein, natürlich geht es jetzt weiter. Mit Schwarzwild. Nein, natürlich nicht im Schwarzbild, sondern es geht so weiter. Ah, nerv. Na, Mr. Hintern, was hat sich denn? Und die Vapern sind wieder da. Juhu. Mi-Games, 2000 Meter. Das ist sicher hier. Das ist sicher keinen der Waypoints, die... Oh, pff, was soll das denn heißen hier? Die sind ja neu. Weil an sich... haben wir jetzt eh nicht erreicht sozusagen. Ich spring nach dort, die Osten zurück. Wer? Haus! Map? Hallo? Ah, jetzt. Ja, das wird leider schlecht, dann ja nicht auch das und das zu holen. Melonen, ihr wisst nicht. Bäh. Map, komm! Schaut doch das aus von mir! Aktuell. Letzter Bericht von 18.04 Uhr. Wir haben aktuell 18.09 Uhr. Das ist 91% CPU. Vom Server. Oh. Steht das Minecraft Let's Play nicht unter den guten Stern? Vielleicht kennen manche Leute den Spruch doch. Das fand ich auch so lustig. Ja, das ist sad, dass Minecraft Let's Play steht bei uns hat keinen guten Stern. War ja beim Content eigentlich so fast der Anspruch, weil eigentlich die Welt World 4, wo er da das Let's Play erstmal machen wollte, die dann wieder neu generieren lassen hat. Und dann so, Minecraft ist erst trashed. Wie ist denn das Problem? Ja, da Chatspieler da. Ich habe mal bemerkt, ich habe so ein bisschen zu oft geschaut. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe immer so oft geschaut, aber kommentiert habe ich glaube ich auch nie. Das finde ich eh, ich meine, ich glaube, die allgemein einfach sozusagen. Es gibt viele Leute, die zuschauen, glaube ich, aber es ist, glaube ich, trotzdem noch ein kleinerer Teil, die sozusagen immer unter Videos kommentieren. Und könnte sein, dass das selber abgeschmiert ist? Sorry, start mal bitte. So, die Tralos-Server, wie starte. Diese Map ist eine Wucht. Ja, wirklich so, nee. Popfen hinterm halben Hauptserver spielt er nicht ab. Das ist häufig. Außerdem, man verschätzt sich beim World Edit. Und das ist dann am meisten, ist nicht mehr dann der Fall. Ich glaube, das mache ich jetzt hier. Katja, nee. Ich sehe nicht, war so gut hin. Ach, ich meine jetzt, das, ich meine, ich habe an sich ähnlich. Aktuell ist es bei mir ja so technische Sache hier, dass ich nur ein Programm habe, mit dem ich sozusagen aktuell das Intro und das Outro dran schneide. Ja, nicht dran schneide, sondern zusammen konvertiert wird sozusagen. Das Teil braucht auch aus dem Wesentlichen dafür immer Stunden. Teilweise. Und deswegen dauert es eigentlich auch noch länger, diese Videozeit zu machen. Und da liegt es sehr an der Grundprobleme, dass. Ich meine, an sich cutte ich die Folgen ja gar nicht, an sich werden sie ja einzeln am Stück aufgenommen. Immer wenn sozusagen süß sollte, dann werde ich starte die aktuelle Aufnahme und starte sie neu. Also ich habe dann ganz viele einzelne Dateien einfach sozusagen bei mir. Die, wo dann halt das Intro und das Outro dran gemacht werden. Ich habe halt kein Programm mehr, den ich jetzt vernünftig machen kann, dass ich da cutte.
ist es halt, ist halt so aktuell. Mir fällt gerade kein weiteres ein, und wenn dann vielleicht eins, aber ist trotzdem wunderlich, und das ist aktuell nicht das, was ich machen würde, sozusagen, was mir auch eher nehmen würde dafür, weil es mir auch eher aktuell zu viel ist. Nee, Mist. Weil es halt eher so zu teuer ist, weil ich noch auf andere Sachen auch noch spare, vielleicht, aber vielleicht telefoniere ich ja noch nicht so wirklich was. Ich meine jetzt nicht. Ich meine, dass ich allgemein aktuell nicht verdiene, weil aktuell, wie er gesagt, bin ich ja bald weg. Und das BRW, deswegen, da haben wir dann auch monatlich, das Verdienst ist, glaube ich, ja, ist auch was 100, glaube ich. Was müsste das gewesen sein? Und davon würde ich mir jetzt nicht in so ein Programm monatliche Kosten kaufen. Kommt das aber noch? Oder muss ich sagen, ich beende jetzt hier die Aufnahme und hau diese Folge gar nicht raus. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Es hat nur noch einer ist drauf. Ich höre jetzt nicht, dass der Rede drauf ist. Könnte der sich jetzt schon wieder? Jetzt ist er da nicht mehr an der Zeit. 562 110 007 25565. Das ist die richtige IP. Ist mir jetzt egal, ob der sie sieht oder nicht. Der kommt eh nicht drauf. Weil, lass es sehen. Wir könnten auf den anderen Server drauf kommen. Aber der auch nicht mal anders, weil wir nur einen Server haben. Der Server ist in dem Ende. 93% ist der CPU. Das ist ein bisschen blöd. Und zwar wirklich ein bisschen. Gefühl fängt er sich nicht mehr. Aktuell anscheinend nicht. Platt. Der Schandlode bei mir ist deaktiv. Und jetzt will der Server sich nicht mehr fangen. Der Leder hat gesagt, in Atlantis steht kein Schandlode mehr. Diese Mistcraft Agent reden mich immer auf. Machen immer Probleme teilweise. Wieso, ich weiß, dass ihr eigentlich gerade eigentlich auch nur fast Standbild sieht, weil ihr ja hier nichts sieht. Und es auch keine Webcam gibt, die ich jetzt anschmeiße. Habe ich das überhaupt in der Quellen hier gerade drinne? Videoaufnahmegerät? Nein. Hätte ich ja im Tautbildschirm, aber ich kann es mal anmachen. Aber ich habe keine Videokamera angeschlossen. Ich habe keine Kamera angeschlossen, Herr Rechner. Also, das geht nicht. Und der Server. Da habt ihr wenigstens was anderes noch zu sehen. Scheint sich nicht zu fangen. Ich glaube, die Folge werde ich trotzdem raushauen, und dann, wenn es sozusagen aktuell aus dem Wesen kommt, dass wir jetzt nicht wieder zum Laufen kommen, wird das wohl dann wohl erst nach den Zeit, wenn ich ja da bin, sozusagen laufen. Ich werde jetzt noch ein bisschen sozusagen spielen, jetzt mal noch was anderes wohl in der Zwischenzeit, damit ich ja bemerken, ob er dann wieder läuft oder nicht. Na dann. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem funktionierenden Fidebis Ultimate Server wieder. Oder ich schaue vielleicht noch ein Intro aus. Auch zusätzlich, wenn jemand jetzt nicht die Folge hier guckt gerade und sich trotzdem wundert, warum es keine neuen Folgen gibt. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gleich. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.